Sie rollt auch in der diesjährigen Vorweihnachtszeit wieder durch Würzburg. Die Nikolausbahn ist eine ganz besondere Straßenbahn. An jedem Adventswochenende sowie an Heiligabend kann man mit ihr durch die Domstadt fahren. Fahrer und Schaffner sind als Knecht Ruprecht und Nikolaus mit an Bord und stimmen die Mitfahrer auf das Weihnachtsfest ein. Die Fahrten führen vom Hauptbahnhof in die Sanderau und zurück. Früher, noch zu Urzeiten der Straßenbahn, gab es das schon. Diese Tradition ging dann leider verloren. Der damalige Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Zeitler, regte dann in den 80er Jahren an, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Wir haben dann in der Stadt Darmstadt nach einem Oldtimer-Ausschau gehalten, den letztlich auch erworben. Der Oldtimer wird jetzt bald 60 Jahre alt, ist 1953 erstellt worden, fährt aber immer noch. Das ÖPNV-Angebot der Würzburger Straßenbahn GmbH, einem Tochterunternehmen der WVV, ist vielfältig. Man will sich dabei jedoch nicht nur auf die öffentlichen Verkehrsmittel wie Straßenbahn oder Bus beschränken. Wir verstehen uns als Mobilitätsdienstleister dieser Stadt. Wir sind einmal mit Straßenbahnen hier in dieser Stadt auf 5 Linien unterwegs und mit Omnibus auch zahlreich in der Stadt vertreten. Haben darüber hinaus aber mittlerweile auch noch vielfältige andere Mobilitätsangebote. Wir versuchen uns mobilitätsmäßig mit anderen Mobilitätsträgern, zum Beispiel dem Pkw, zu vernetzen. Und das mit dem Ziel, das ganze Spektrum, ob Auto oder Fahrrad, zukünftig noch weiter auszubauen und in der Domstadt eine Gesamtmobilität bereitstellen zu können. Von Bedeutung sei dieses Angebot nicht nur für die Stadt, sondern für die gesamte Region. Öffentlicher Nahverkehr ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabenstellung für eine Stadt im Hinblick auf Umweltschutz, Flächenverbrauch. Letztlich eine Aufgabe der Stadt auch im wirtschaftlichen Sinne, vielfältige Mobilität zur Verfügung zu stellen. Vor allem aber auch im Verkehrsverbund mitzuwirken, um Stadt und Region noch stärker miteinander mobil zu vernetzen. Und auch zum Jahresende gibt es wie in den Vorjahren einen besonderen Service für die Würzburger. Sie dürfen sich wieder auf den Silvesternachtexpress freuen. Busse und Straßenbahnen bringen die Feiernden an Silvester kostenlos ab 20 Uhr durch das Stadtgebiet, sodass diese ihre Fahrzeuge stehen lassen können. Das Feuerwerk über der Domstadt kann also in der letzten Nacht des Jahres unbeschwert genossen werden.